Hallo Leute, ich bin wieder mal bei Champions of Regnum gelandet, auf Wunsch von mehreren Leuten. Hallo und danke. Möchte ich gerne wieder einsteigen. Das Game ist zwar alt, sieht nicht mehr so schön aus und das Kampfsystem ist auch nicht so ganz gut, aber dafür hat es das geniale RVR-System und alles offen und ja, richtig toll. Und ich habe mir gedacht, da Ignis meine Hilfe braucht und auch eure Hilfe braucht, ja, nehme ich das Ignisreich und mit den Molochs, dem uralten Volk, werde ich meine erste Rasse wieder nehmen. Und als Klasse habe ich hier den Bogenschützen genommen und möchte einen Jäger werden. Nicht Schützen, nein, Schützen habe ich genug gespielt, einen Barbar habe ich auch genug gespielt. Einen Hexer auch genug und Beschwörer auch genug. Ich nehme einen Jäger, den habe ich überhaupt noch nie gespielt. Und damit kann ich am besten aufnehmen. Und ihr könnt mitmachen. Das Spiel ist kostenlos. Ladet es zum Beispiel bei Steam runter. Geht auf die Homepage und registriert euch. Und dann könnt ihr spielen. Nehmt das Volk, eben das Ignis-Volk, das Rote. Und wir treffen uns hier und ja, werden unsere Steine vor allem retten. Die werden wir gerade entführt. Gemeinsam können wir recht schnell es schaffen. Und ja, ihr seht, das Ignis ist eigentlich das schlechteste Reich, aber kann mit eurer Hilfe natürlich zum besten werden. Alsius ist das also das zweitbeste Reich. Und Syrtis ist völlig übervölkert. Da müssen wir mal ein paar Leutchen zurechtstützen. Oder stutzen, eher gesagt. So. Wir werden mal beginnen. Ich habe richtig Lust auf dieses Spiel. Und wir reden mal mit dieser Frau hier. Die Sahirid Einwohner. Die Götter haben euch auserwählt, euer Reich zu verteidigen. Euer Eintreffen wurde von unserem Priester lange herbeigesehnt. Habt ihr schon mit Hesig gesprochen? Er ist sehr besorgt wegen einiger Ereignisse in den Ruinen. Die Götter haben euch auserwählt, unser Reich zu verteidigen. Eure Ankunft wurde schon lange von unseren Priestern vorausgesagt. Seid willkommen, wir werden euch noch Kräften unterstützen, eure göttliche Bestimmung zu erfüllen. Besonders Hesid wartet darauf, euch mit einer mysteriösen Begebenheit vertraut zu machen. Okay, annehmen. So, dieses Let's Play werde ich meistens aufnehmen. Zwischendurch werde ich vielleicht ein paar Quests oder Quests werde ich wahrscheinlich recht viele zeigen. Zum Beispiel Leveln und Items suchen werde ich natürlich alleine, das ist langweilig. Und es ist interaktiv, ihr dürft mitmachen, ihr dürft mir Tipps oder einfach nur was beraten, was ich machen soll. Und gemeinsam haben wir dann den Spaß. Und ja, meldet euch, tut hier Freunde hinzufügen. Weiß ich jetzt nicht genau wo. Gibt es hier einen, ich weiß es gar nicht mehr, Community, genau. Und hier einladen, Freunde, gebt ihr ein Maximus Drago und dann auf hinzufügen und dann sollte ich hier stehen und dann seht ihr, wenn ich online bin und ja, könnt mit mir questen, leveln und Blödsinn machen. So. Die Ruinen um uns herum gehören zu einem alten indianischen Tempel. Dieser Ort voll von Dunkelheit und ritueller Magie in ihren tiefsten Auswüchsen, wurde vor Jahren durch ein Erdbeben in Schutt und Asche gelegt. Aber es herrschen immer noch ungewöhnlich starke Kräfte. Die Spinnen an diesem Ort greifen Händler an, die auf diesem Weg zur Hauptstadt gelangen wollen. Meine treue Wache Fage kämpft uns seit Stunden und benötigt Hilfe. Könnte dir dabei helfen, 5 Templer-Tarantel zu töten? Okay, werden wir machen.
Ja, er kämpft sich. Er kämpft gerade hier. Können wir mal helfen? So, haben wir jetzt eins? Ja. Und eine neue Auszeichnung haben wir bekommen. Ist nicht möglich, aber haben wir bekommen. So. Das Spiel ist besser als dieses Arcade. Ich find's nur toll. Es gibt viele Kritiker in diesem Game, aber scheint nicht auf die Kritiker. Und ja, es macht nämlich viel Spaß, wenn man nicht immer nörgelt. So. Haben wir es geschafft. Wir wissen nicht, welche mysteriösen Kräfte das Verhalten der Spinnen hervorrufen. Aber zumindest ist der Weg jetzt wieder sicher. Der Priester Gargaresh wartet auf euch, um euch bei den Einweihungsritualen behilflich zu sein. Folgt dem Pfad nach Westen und trefft ihn dort. Okay. Gehen wir mal dorthin. Eine Tarantel. Greifen wir ihn mal an. Ja, beim Jäger ist es speziell, dass wir Monster beschwören können und uns unsichtbar machen können. Außerdem können wir die Gegner verlangsamen, sind selber schnell. Und ja. Eben das mit dem Unsichtbar machen und dem Erforschen, das ist gut für ein Let's Play, damit ich nicht immer mit in der Schlacht sein muss. Und werde dann natürlich auch manchmal zeigen, wie die Schlachten so aus der Nähe sind. Weil ich ja mich unsichtbar mache. So. Haube der Schatten. Das sind Bogenstücke Kriege. Level 6, das ist ein Handschuh, den das ist ein Armschütze, den wir tragen können dann ab Level 6. Wir greifen jetzt hier mal ein bisschen Monster an. Ich will nämlich nicht allzu schnell leveln. Weil, ja, der Loot kommt eigentlich von den Gegnern und nicht von Quests. Und dann ist das Spiel auch ein bisschen leichter. Das können wir nicht. Okay. Dann haben wir hier noch Ausweichen. Und Hinterhalt. Umhauen. Geht nicht. Okay. Vielleicht jetzt? Ja. Ja, ich sehe das. Damit kann man Gegner stunnen. So. Ja, der Goldbonus ist abgelaufen. Haben wir noch was bekommen? Einen Jagdpfeil. Den rüsten wir mal aus. Ja, ist Stärke. So, und reden mit Garaish. Ich hörte die Gerüchte, der Auserwählte sei hier im Dorf angekommen. Wenn ihr glaubt, könnt ihr beweisen, dass ihr es seid. Dann erlangt den Segen Tiriket, dem Käfergott, indem ihr zwei Nummer 5 winzige schwarze Käfer Monster Beetle Black Tiny 20595 opfert und ihr Panzer in die Opferschale verbrennt. Besorgt die Panzer und kehrt dann zurück, wenn ich sagen. Ich werde euch sagen, was dann zu tun ist. Okay. Ja, müssen wir noch mehr schwarze Käfer töten. So. Ah, nur zwei. Okay. Gut. Verbrennt die Panzer in der Schale, um sie dem Gott darzubieten. Dann gebe ich euch eine Fackel, um das Feuer ins Dorf zu tragen. So. Also dieses Spiel ist schon extrem alt. Ja, okay, extrem nicht, aber seit 2006, glaube ich, war es in der Closed Beta, war ich dabei. In der deutschen, aber ja. Soll ich sagen,
damals war es noch nicht so gut natürlich. Heutzutage ist es relativ gut. Und es braucht halt einfach ein paar Leute wieder, die gerne mitmachen würden. Und die Systemanforderungen sind extrem gering. Also wer mitmachen will, einfach downloaden, mich bei mir melden und Spaß haben. So. Das lohnende Feuer ist ein Zeichen für den Segen des Eris Gottes. Nehmt diese Fackel und entzündet sie an der Schale. Okay. So, und jetzt wieder zurück. Gesegnet sei unsere Begegnung. Die Eroberung unseres heiligen Landes Ignis liegt nun schon sehr lange zurück. Doch von den Reichen Alcius und Syrtis naht großes Unheil, denn sie versuchen uns zu ereignen zu nehmen. Uns eigen zu nehmen. Nur Gottes Gesandte, wir seid in der Lage, uns gegen ihre Angriffe zu verteidigen. Okay, komisch. Aber ist so. Ja, die Grammatik ist nicht so gut in diesem Spiel. Außerdem kann ich es nicht so gut lesen, weil die Schrift extrem klein ist, vor allem bei meinem Monitor. Tja. Aber, ja. Ich probiere es wenigstens. So. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier das auch anzünden. Sodele. Also im Regnum ist ein Spiel, da muss man selber den Spaß suchen. Also es geht richtig gut, indem man einfach sich mit Freunden umschart, zum Beispiel mit mir oder mit einem anderen natürlich. Und ja, einfach Spaß habt, oder? Und das Game bietet große Öffentlichkeit, also große Freiheit im Machen und so weiter. Und das finde ich so toll. Die Flamme des Gottes Tiriket. Ihr müsst der Auserwählte sein. In eurem Kampfgeschick mag der Sieg über das ungläubige Syrtis und Alcius liegen. Eure Trainer wird bereits auf euch warten, um euch den Kampf so schnell wie möglich zu lernen. Okay. Das ist der Bogenschützentrainer, ja. Da hinten ist die Arena. Und das Dorf besteht aus Zelten. Ja, okay. Steinhäuser mit Zeltdach. Willkommen. Ich sehe, ihr könnt es gar nicht erwarten, in die Schlacht zu ziehen. Aber haltet ein, gute Übung ist die Grundvoraussetzung für einen Sieg. Wenngleich euer Enthusiasmus keinerfalls schaden wird. Quests. Ich glaube nicht an den ganzen Blödsinn von wegen Auserwählte, den sie euch einreden. Für mich seid ihr ein Wurm, bis ihr bewiesen habt, dass ihr kämpft wie ein wahrer Ignianer. Als erstes müsst ihr eure Bewaffnung verbessern. Die meisten Besten hier sind grausame Jäger, also bereitet euch vor, geschlagen zu werden und gebissen und gekratzt und gerissen. Bringt diese Nachricht zu Satzka, dem Bogner im Dorf. Ihr werdet ihn in seinem Laden finden. Okay, wir bekommen einen Trainingsbogen. Gut. Trainieren. Ich möchte gerne... Naja. Am Anfang werde ich hier noch auf Kurzbogen gehen. Ja. Aha. Das ist Langbogen. Aha. Und hier noch auf Beweglichkeit. So. Gut. So, wir müssen dahin. Okay. Na du, Saska. Ich sehe, wo euer Training beginnt. Kalima Duld ist hart, aber fähig. Euer Pfeil wird gezielt das Herz der Ungläubigen durchbohren. Ihr braucht einen Trainingsbogen. Nehmt dort von den Kisten
Nehmt einen dort von den Kisten und bringt ihn mir. Ich werde ihn für euch spannen. Okay. Von all den Bögen, die dort bei den Kisten hängen, nehmt ihr den einen hier. Gebt ihn für die Bespannung. Also auf geht's. Beachtet, dass die Bespannung nicht ewig hält. Ich werde auf euch warten, wenn ihr das Training beendet habt und eine richtige Waffe braucht. Lasst Kelman nicht warten. Godot ist nicht seine Stärke. Eher Ehre, oder es ist eine Sie plötzlich. Ja, es ist eine Sie, ja. Okay. Also, lasst sehen, zu was ihr fähig seid. Ich werde mir eure Fähigkeiten gleich hier ansehen, anstatt euch in den sicheren Tod in die Wüste zu schicken. Seht ihr die dünnen Waldelfenpuppen? Jede davon hat eine Farbe, die den Schwierigkeitsgrad anzeigt. Kämpft gegen die Puppen und zeigt eure Gabe, die die Götter euch gewähren. Beginnt mit den ersten links und hört nicht auf, bis ihr ganz rechts angekommen seid. Ihr werdet spüren, dass es schwer wird. Ihr werdet alle Fähigkeiten nutzen müssen, um zu bestehen. Okay. Ah, ich habe die Waffe nicht mehr ausgerüstet. Die kann ich gar nicht. Ja, ich kann ihn gar nicht ausrüsten. So. Ja, ist relativ schwach. Wir machen nicht so viel Schaden, wenn ihr jetzt da lange noch kämpfen müssen auf der anderen Seite. Naja. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu low-levelig. Wir haben zu wenig Monster besiegt. So. Aber nicht heilen, bitte. Ah, sie heilen gar nicht, okay. Schon besser. So, und dann die Schwere noch. Aha. Er hat gar nicht geschossen. Hoppla. So. Ja, an der können wir noch nicht so gut. Machen wir noch nicht so viel Schaden. So, gleich ist er down. Diese Kackpuppe. Aha, kein Mana. Okay. Und gleich, komm schon. Ja, jetzt noch einmal. Bam. Und kaputt ist sie. Ich mach mal die Kampfmusik aus, die ist auch zu laut. So. Willkommen. Trainieren. Jo. Kann nichts mehr nehmen. Die anderen möchte ich aufsparen. Auf die anderen Fähigkeiten müssen wir nichts gehen. So. Ihr benennt euch besser. Zwar mögt ihr einen der Auserwählten als der Prophezeiung sein, doch brecht das Gesetz unter meiner Aufsicht und es wird euch nicht anders als den Ketzern ergehen. Quests. Wir haben den Grund gefunden, warum die Arachniden immer wieder angreifen. Die dunklen Mächte des Tempels beeinflussen die Spinnen darin, uns und machen aus ihnen riesige, unheilige Kreaturen, die ihr Brut zu den Dorfbewohnern schicken, um Nahrung zu finden. Ihr könnt das Nest der Spinnenkönigin Tyr in den Ruinen eines kleinen Tempels dort draußen im Westen finden. Okay. Werden wir machen. Wir nehmen noch die anderen Quests an. So. Kann ich noch ein bisschen leiser machen. Gut. Ich sehe viele Aufgaben auf euch zukommen. Wenn ihr die Zeit reif ist, werde ich euch mehr darüber berichten. Hey Neuling, dein Name ist Maximus Drago, richtig? Ich möchte nicht zu viel von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Die Kriege
haben im Nachhinein so viele Leben gekostet, dass die Adligen uns zur Unterstützung der Truppen aufgerufen haben. Nimm diese Notiz und berichte Cory, er wird dir alles vorbereiten, was du benötigst. Cory Muff ist wer? Okay, weiß es nicht. Ah. So, jetzt haben wir einen besseren Bogen. Ist der jetzt kurz oder ist der lang? Kurz, okay, ja. Dann ist klar. Kanya, wenn ihr in der Nacht in die Stille lauscht, dann könnt ihr die Schreie der wilden Ignianer hören. Der Nasra Teljaven empfängt die Güter, die nicht über den Pass transportiert werden können. Einer der Segler, Forrest, ist ein guter Freund von mir. Er bat mich, auf seinen Pet Leopard aufzupassen. Ja, Haustiere, der Beißer jetzt da. Wenn er unterwegs ist und weil er nur wieder da ist, könntet ihr sie ihm bringen und ein wenig die Gegend erkunden. Okay. Aha, eine Kiste. Und da drin ist er. Okay. Die Quest geben wir noch nicht ab, weil wir das Haustier mal später gebrauchen könnten. Ich werde mal eine Tarantel angreifen hier. Hallo? Die kann man gar nicht angreifen. So. Scheinbar muss ich jetzt hier nach oben. Können wir mal schauen? Da oben, ja. So. Ah, ich will links herum. Gut. So. Das ist nur ein Büschel. Also hier müssen wir irgendwas machen. Ein kleiner Käferjuwel ist Loot. Können wir also verkaufen. Und hier müssen wir jetzt dran klopfen. Und was ist hier? Oh. Ah, da ist sie. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen, oder? Dann gehen wir wieder raus. Wir machen sie später. So. Ja, wir können sie noch nicht töten. Die ist orange. Die ist sehr schwer. Oder ist, schwer. Tja. Also. Leveln wir noch ein bisschen hier. Ich mache den ersten Part gerne ein bisschen länger. Wenn er danach geschaut wird, aber meistens. Also es gibt Leute, die schauen ganz. Ich sage immer ein bisschen Zeit nehmen für die Videos. Die meisten Videos werden nicht mehr so ganz geschaut. Und ja. Ist ein bisschen schade. Aber das ist YouTube. Und ja, leider. Ich finde, YouTube wird langsam eher zur Werbung oder so. Anstelle von irgendwie Gameplay. Viele große YouTuber möchten einfach irgendwie nur noch Werbung machen für neue Spiele, die gar noch nicht erscheinen und so Sachen. Momentan ist ja der Witcher gerade voll im Trend auf YouTube. Die bekommen einfach Case dafür, dass sie Werbung da machen, und da machen sie kein Gameplay, sondern einfach nur Werbung. Und das finde ich ein bisschen schade, also dem werde ich nie anschließen. Ich kann mit euch zusammen, kann ich aufnehmen, aber dann ohne Werbung, ohne blöd zu machen und einfach zum Spaß, oder? Und ja, wenn ihr lustig wirklich Bock habt, ich bin dabei. Ich werde eure Freundesanfrage annehmen und ja, werde dann abends manchmal spielen und ihr dürft live dabei sein, könnt sogar im TS3 mit mir reden. So, wir haben hier einen Jagdpfeil für Bogenschützen Level 5,
Aber unser Pfeil ist doch gleich gut, oder? Ja. Na, müssen wir nicht ausrüsten. Wenn er nicht besser ist. So. Ich gehe jetzt wieder in die Stadt. Kaufen, nehmen wir noch etwas ein. Und ja. Ich bedanke mich fürs Schauen des ersten Partes. Ja, ich freue mich wieder riesig da mitzumachen. Das Spiel wird natürlich auch besser später. Und vor allem, ja, zuerst muss mal das kommen mit den Völkerschlachten und so. Da muss ich mindestens Level 30 schon sein, um irgendwas mitzumachen können. Und ja. Also, wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann sind wir schneller Level 60. Und ja. Oh, jetzt habe ich das Troch genommen, genau. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, mit diesem Pet können wir jetzt ein paar Tage ja, können wir einfach ein paar Tage mit dem Pet schneller reisen und so. Später werde ich natürlich auch ein bisschen Geld ausgeben. Ab zuerst will ich mal testen, ob ich nicht gebannt werde, weil ich mache ja nichts Schlimmes. Ich habe einfach mehr Accounts gehabt, die habe ich jetzt nicht mehr. Die werde ich auch nicht benutzen und werde diesen Account jetzt für jetzt anspielen und ja, mal schauen. So. Noch etwas kaufen, genau. Ich glaube, bei dem kann man jetzt etwas kaufen. Handeln, ja. Was haben wir hier? Ein plus 3. 900 Gold, ich muss mal Sachen verkaufen. So. Speer, Stab des Blitzes. Kleiner Panzer. Und das hier. Und jetzt können wir den auch leisten. Machen wir. So. Langbogen nehmen wir ja nicht. 7 bis 10. 9 bis 12, ja, schon stärker. So. Gut. Dann geht es nächstes Mal weiter. Im Let's Play von Champions of Regnum. Interaktiv mit euch, mit der Community. Dankeschön. Tschüss.